Und wir begrüßen auf dem gelben Pfannhofsofa den Präsidenten des VfB Stuttgart, Bernd Wahler, und den Geschäftsführer Marketing des VfB Stuttgart, Jochen Röttgermann. Herzlich willkommen in der Yellow Arena. Was ist das für ein Gefühl, für ein Eindruck für Sie, Herr Wahler, heute auf dem gelben Sofa, nicht in der Mercedes-Benz Arena, sondern hier auf der Automatica zu sitzen? Das ist ein tolles Gefühl, weil man das Gefühl hat, man sitzt in einem Fußballstadion und das auf einer Messe, die ja direkt mit Fußball nichts zu tun hat. Irritieren tun mich eigentlich nur die Farben. Aber Fanuc ist ein langjähriger Partner. Und insofern haben wir uns auch an das Gelb schon gewöhnt. Vor allen Dingen steht hier auf dem Sofa auch in meinem Stadion. Hier fiebert Gelb mit Weiß-Rot. Also die Farben sind vertreten. Herr Röttgermann, wie ist Ihr Eindruck? Toll, also beeindruckender Stand, wenn man hier durchläuft durch die Messe, dann glaube ich, ist das die Benchmark hier auf dieser Messe. Und für uns als Fußballverein natürlich toll, wenn wir hier bei unserem Partner wieder in einem Fußballstadion sind. Was bedeutet es für Sie, Herr Wahler, dass Fanuc die Partnerschaft jetzt sogar noch ausweitet und die Exklusivpartnerschaft anstrebt? Ich denke, das ist ein Bekenntnis zu unserer langjährigen Partnerschaft, dass wir voneinander gegenseitig profitieren. Und so sollte das eigentlich in so einer Partnerschaft auch sein. Wir freuen uns natürlich riesig darüber und schauen positiv in die Zukunft mit Fanuc. Die Zukunft mit Fanuc und mit dem Meistertrainer von 2007, mit Armin Fee. Ja. Was bedeutet das? Zurück zu einem bewährten Konzept? Ja, ich denke, zurück ist vielleicht das falsche Wort. Ich denke eher nach vorne. Armin Fee, klar, wird verbunden mit einer tollen Zeit beim VfB und der deutschen Meisterschaft. Aber ich denke, es wäre falsch, ihn nur an der Vergangenheit festzumachen, sondern er steht für modernen Fußball. Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der auch sehr gut junge Spieler und Erfahrene in einen guten Mix zusammenbringt, um dann attraktiven Fußball zu spielen. Und es ist für uns und auch für unsere Partner natürlich sehr, sehr wichtig. Und der VfB, Sie haben attraktiv gesagt, ist ein attraktiver Verein, eine attraktive Marke. Jochen Röttgermann sitzt da in der Schaltzentrale der Vermarktung in den letzten Jahren dabei gewesen. Wie hat sich das Marketing, die Vermarktung geändert und wie geht es weiter? Wie wird in 10 Jahren vermarktet? Ja, also man denkt ja immer nach so einem Jahr, nach einer Saison, man hat seinen Job gemacht, man hat die meisten Dinge verkauft und man ist vielleicht an der Decke angelangt, wo es dann schwer wird, weiterzugehen. Und es geht aber immer wieder weiter. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Ich glaube auch in 10 Jahren, Stichwort virtuelle Werbung, die elektronischen Medien und deren Vermarktung werden immer wichtiger. Also da tut sich enorm viel. Das heißt, auch da kann man sich nie auf Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Wir werden das abwarten und wünschen Ihnen einfach viel Erfolg mit Fanuc und natürlich auch sportlich in der nächsten Saison. Dankeschön, Jochen Röttgermann und Bernd Wahler. Vielen Dank. Gerne.